Vertreter des österreichischen Bundesheers, der UEG Mistelbach, Kamerad und Traditionsfamilie. Sehr geehrter Herr Präsident, es ist mir und meiner Gattin eine große Ehre und Freude, anlässlich des Maria-Theresien-Festes Sie alle aufs Herzlichste zu begrüßen. 299 Jahre Maria Theresia, die einzige Landesmutter Österreichs, prägt noch immer viele unserer heutigen Seins, zum Beispiel die Schulpflicht. Sie reformierte das Bildungswesen und Verwaltungswesen, führte den Rechnungshof ein und dieser ist heute noch immer die Basis des europäischen Rechnungshofs. Viele Länder des heutigen Europas waren damals unter der Regentschaft Maria Theresia. Die Theresianische Militärakademie wurde unter Maria Theresia am 14. Dezember 1751 mit dem Auftrag, Macht erbentüchtige Offiziere und rechtschaffen Männer daraus, an den ersten Kommandanten, Feldmarschall Leopold Joseph von Daun, gegründet und ist somit die älteste aktive, durchgängig der Offizierausbildung gewidmete Militärakademie der Welt. Es wurde in der Theresianischen Militärakademie seit 1752 fast durchgängig pro Jahr je 100 Adlige und 100 Bürgerliche aufgenommen. Auch die Offiziere der österreich-ungarischen Armee wurden bis 1918 hier ausgebildet. Es ist ein historischer Boden hier in der Kathedrale der Burg. Der Theresianische Militärakademie ist Kaiser Maximilian bei uns begleitet. Ich selbst bin die 8. Generation von Maria Theresia, Nachfahre ihres Sohnes, Kaiser Leopold II. Und Großherzog der Toskana. Mein Urgroßvater Leopold Salvato, der K&K-Generalartillerieinspektor, hat seine erste militärische Ausbildung hier in der Theresianischen Militärakademie absolviert. Es war damals eine sehr aufregende Zeit. Heute erleben wir wieder eine Zeit. Darum ist es umso wichtiger, solche Veranstaltungen wie dieses hier in Wiener Neustadt zu unterstützen. Ich persönlich sehe als große Verantwortung, sich einzusetzen für unsere Kultur, Tradition und Werte, denn in Zeiten wie diesen ist es wichtiger denn je. Unsere Traditionen sind ein Bindeglied in der Gesellschaft und ein großes Vorbild für andere und besonders für unsere Jugend und heute. Es hat auch nie eine Zeit gegeben, wo das von so großer Wichtigkeit ist wie heute, nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa. Ich danke allen Verantwortlichen, den Herrn Bürgermeister, dem österreichischen Bundesheer, den Kameraden, den Traditionsverbänden, allen Mitwirkern für den Einsatz zur Förderung von Kultur und Tradition, für Frieden und Freiheit in unserer Österreich, in unserer Nachbarländer